Hallo meine lieben Freunde, der Zigarus wieder hier mit einer weiteren Folge von Stonehearth Arcania. Jawohl, und wir haben auch gleich das tägliche Update und wir sehen unsere Bemühungen alleine, besser gesagt eure Idee, die Felder um das Lagerhaus besser aufzubauen. Also sprich, das Lagerhaus hier in die Mitte, die Felder auf dieser Seite, ich habe sie jetzt hier hingesetzt, funktioniert. Zusätzlich, meine Idee, auch mal was, die Bauern sollten nur die Aufgabe haben, die Felder abzuernten. Tragen werden dann andere Leute, so wie hier zum Beispiel. Oder, ja, Bauarbeiter halt. So, und das bringt mich jetzt zum weiteren Punkt. Das letzte Mal haben wir halt angefangen, hier ein bisschen zu basteln. Ja, ich glaube, ich habe hier ein bisschen falsch gebaut. Das ist aber nicht schlimm. Denn ich dachte mir so, okay, wenn ich hier schon diese Blöcke habe und es nicht ganz hinkommen sollte, weiß ich aber nicht, ob das stimmt, weil eigentlich müssten diese Schnitte astrein funktionieren auf beiden Seiten. Naja, auf jeden Fall, ihr seht ja hier diesen hübschen Holzvorsprung. Und ich bin am Überlegen, was ich damit so anstelle, weil hier ist er nicht. Deswegen entweder ich ziehe ihn hier ebenfalls hoch und setze darauf vielleicht dann noch einen zur Seite und jeweils eine Fackel oder eine Lampe oder eine Blume oder ich weiß es einfach nicht. Ich glaube, ich lasse es einfach so und schenke diesem Holzvorsprung keine weitere Beachtung. Seht ihr, so pingelig bin ich. Andere würden ihn sagen, Alter, jetzt reiß dich mal zusammen, das ist doch nur ein Holzvorsprung. Nein. Es ist der Holzvorsprung. So, ja, zusätzlich, ich benutze ein neues Renderprogramm. Für die, die es interessiert. Also für alle Leute, die schon mal Videos gerendert haben. Das Renderprogramm ist entscheidend für gute Videos. Unter anderem auch für eine gute Rendergeschwindigkeit. Na? Ich habe mein Glück gefunden in einem neuen Programm. Werde das vielleicht irgendwann mal vorstellen. Weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall bin ich sehr zufrieden. Wenn ihr meint, die Qualität hat abgenommen, sei es die Kantenqualität, das Bild an sich, Ruckler, schreibt das bitte in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. Aber ich glaube, die Qualität ist entweder gleich geblieben oder sogar besser geworden. Von daher, ja, wir schauen mal, wir schauen mal. Und für alle, die sich jetzt wundern und sagen, hier, mein Gebäude wird nicht fertig, ja? Ja, natürlich, einige Gebäude werden in dieser Alpha-Phase nicht fertig. Das ist aber nicht schlimm, denn zum Beispiel dieses Haus hier, ja, das steht wirklich fast komplett richtig. Es steht. Und was wir jetzt machen, ich zeige euch das jetzt nochmal. Wenn ihr ein Gebäude habt, was nicht fertig wird, sonst überspringe ich das gern mal und es steht dann. Aber wenn ihr Steuerung unten links auf der Tastatur, Shift, der Pfeil da drüber und C drückt. Also zack, 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 alles zusammen, dass zum Schluss alle drei Knöpfe gedrückt werden, kommt die Konsole hier oben links. Ihr könnt jetzt den Baumodus aktivieren, euer Gebäude anklicken, was noch nicht fertig ist, was einen Fehler hat. Klickt hier oben in den Chat rein und gebt ein einfach IB. Das steht für Instant Build, also sprich sofortiger Bau. Wenn ihr dann auf Bestätigen klickt, dann steht dieses Gebäude auch, ja? Dann ist es fertig. Dann verschwinden normalerweise alle Gegenstände, die irgendwie euch stören oder die nicht entfernt wurden und so weiter und so fort. Und wenn ihr dann noch sowas hier habt, eine blöde Leiter, die nicht verschwunden ist, könnt ihr die anklicken und gebt hier oben einfach ein Destroy. Puff. Bestätigen mit Enter. Mit Escape kommt ihr aus der Konsole wieder raus. So, und jetzt seht ihr, das Gebäude steht. Diese Ressource hier unten, die wollen wir natürlich haben. Das heißt, nochmal eine Leiter setzen. Und ihr seht, das Haus steht. Der Schneider hat sein Gebäude. Ja, jetzt mal abgesehen von ein paar Fensterfehlerchen. Das ist jetzt nicht so wild, das passiert. Aber ihr seht, Schneider hat sein Haus. Ich denke, du bist zufrieden damit. Und so kann man drauf aufbauen, auf dieser Häuserkette hier. Das gleiche Problem habe ich irgendwie so im Gefühl, wird uns tatsächlich hier ereilen. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß es nicht.
warum hier drin nicht jetzt dieser Boden gesetzt wird. Was das Problem hier unten sein wird. Keine Ahnung, denn eigentlich haben bis jetzt alle Gebäude funktioniert, die wir gebaut haben. Ich kann es mir nur so erklären, es wurde abgebrochen an diesem Holzpfeiler hier, weil vielleicht hier vorne dieses Gerüst steht. Wir versuchen es jetzt, mit euch jetzt mal live bei dieser Ausbesserung dabei. Hier gibt es natürlich noch mehr Befehle, aber wir werden jetzt nicht alle Befehle umsetzen. Wir entfernen diese beiden Gerüste. So, die haben wir jetzt entfernt. Zusätzlich machen wir noch was. Wir, weil ich glaube, hier muss ein Holzpfeiler hin. Der wurde noch nicht, also der wurde hier nicht hochgezogen. Da stand das Gerüst und das ist hier ebenfalls der gleiche Fehler. Und alleine um das jetzt zu beheben, aktivieren wir das nochmal, drücken auf Pause. Aktivieren wir es nochmal und drücken auf Weiter. Ich habe keine Ahnung, ob jetzt hier dran weiter gebaut wird. Ich weiß es nicht. Wir haben gerade die Info gekriegt, dass ein Häuptling besiegt wurde. Hier oben. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass diese Untoten dafür verantwortlich sind. Das haben wir gar nicht mitbekommen. Also der Häuptling dieser Goblin-Siedlung wurde, weil er falsch gesiedelt hat, von den Untoten, die hier sich befinden. Das ist im Übrigen unser Wasserdurchgang. Also wir wollen hier noch durchbrechen. Wurde er bezwungen. Finde ich jetzt nicht so wild. Wir akzeptieren es einfach mal. Gut, ja, mit dem Gebäude haben wir uns, glaube ich, keinen Gefallen getan. Ich werde aber es als Wohnhaus 1 Test abspeichern und werde es dann löschen. Jetzt kommt nämlich auch ein Fehler. Also ich habe das Gefühl, da wurde irgendwas nicht so ganz umgesetzt. Und wenn ihr, das ist die einzige Folge heute, in der ich diese Konsolengeschichte euch zeigen möchte. Immer und immer wieder. Wir entfernen jetzt diese ganzen Leitern, damit die hier nicht mehr rumstehen, weil ich denke, einige von euch werden bei sich kleine Teile stehen haben, die eigentlich gar nicht zur Siedlung gehören. Das ist der Trick. Das ist der Trick. So funktioniert das. Was ihr auch machen könntet, ihr könntet auch so ein Fenster anklicken, was jetzt in dieser Wand ist, bei mir. Falls ihr einen kleinen Fehler gab und ihr könntet dann auch Destroy eingeben, dann verschwindet das. Aber wir lassen es jetzt einfach mal, weil so wild finde ich das jetzt nicht. Gut, also dieses Wohnhaus wurde halt nicht gebaut und irgendwie die Erde ist auch wieder zurückgegangen. Also ich glaube, es gab einfach wirklich ein Fehler mit diesem Wohnhaus. So, aber ich möchte es mit euch zusammen ausprobieren. Und wir drehen dieses ganze Teil jetzt wieder. Die Ressourcen werden hier 100 pro gleich verschwinden und wir setzen es hier wieder hin. So. Und jetzt schauen wir nochmal. Was war bitte das Problem? Wir werden es nicht wissen. Ich drücke jetzt nochmal auf Bauen. Und vielleicht wird es umgesetzt. Wenn nicht, machen wir es wieder so. Heute ist eine kleine Ausprobierfolge. Wir beobachten jetzt mal diese Baustelle und bleiben mal live dabei, um den Fehler zu finden. Vielleicht wissen wir es dann auch später. Es wird wieder der Boden ausgehöhlt. Es wird die Straße ausgehöhlt. Okay, so weit, so gut. Und es wird wieder die Wand drumherum gebaut und es wird wieder der Boden vergessen. Seht ihr das? Es wird hier wieder dieser komplette Boden nicht gesetzt. Und ich habe das Gefühl, dass erst jetzt hier die Straße gebaut wird. Vielleicht haben wir Glück, dass die jetzt hier rüberlaufen. Aber das geht ja gar nicht mehr. So, wir hoffen einfach mal, dass hier jetzt jemand hinrennt und sich um den Boden kümmert, weil wir haben jetzt hier diesen Weg ermöglicht. Bin mir aber nicht sicher, ob es funktionieren wird. Die Gerüste werden gerade gebaut hier von der Kleinen. Aber ich glaube, das war's dann auch schon. Also, ich habe irgendwie das Gefühl, dass hier jetzt wieder gestoppt wird
und es nur bis zu diesem Punkt gebaut werden kann. Das heißt, wir müssen wohl uns ein anderes Wohnhaus überlegen. Hier oben funktionierte das alles so mit diesem Baustil. Hier unten nicht. Oder habe ich irgendwas verändert? Ich glaube nicht, oder? Ich habe doch nichts verändert. Nun denn. Also, wir müssen leider, leider jetzt wieder diesen Mist entfernen, so wie es hier schön steht. Diese Leiter wird, denke ich, alleine entfernt. Klar, wir haben jetzt keinen weiteren Bewohner. Wir kommen ja schon ab die 20 bald. Das ist gut. Die Jobwünsche werde ich in dieser Folge jetzt noch nicht erfüllen, denn wir müssen mal schauen, wie wir uns jetzt wohnlich verändern, weil ich muss eigentlich echt ein Wohnhaus designen für die ganzen Arbeiter. Das machen wir jetzt neu. Wirklich neu. Und dieses Wohnhaus für die Arbeiter, Arbeiterklasse, setze ich jetzt hier daneben. Und zwar längs. Oder hier? Nee, hier. Also ich möchte ja, ihr wisst ja, ich will ja das hier so erweitern. Ich habe irgendwie das Gefühl, alleine mit 20 Siedlern wird sich das Meer hier oben abspielen. Wir müssen mal gucken. Wir haben gerade einen Besucher. Hey, Gemeinde, wie stehen die Dinge um euch? Es ist ziemlich ruhig, aber ihr wisst ihr, es ist ein schlechtes Zeichen, wenn die Vögel aufhören zu singen. Und gut, wer in dem Fall auch, ich glaube, Filme wie Terminator gesehen hat, weiß, es ist wirklich schlecht, wenn man um sich herum nichts mehr hört. Gut, meine Vermutung sind Wölfe, Goblin-Wölfe. Achtet auf eure Grenzen. Ihr wollt sie nicht bekämpfen, nachdem der Trainer sie vorbereitet hat. Hört ihr? Bunkert euch ein, wenn ihr müsst oder rennt. Rennen ist gut. Es ist keine Schande, einen weiteren Tag zu überleben. Okay. Hier ist ein gigantischer Wolf. Der wird uns, glaube ich, auch schon Probleme bereiten. Irgendwo sind Goblin-Wölfe aufgetaucht. Ich weiß jetzt nicht, ob jetzt sofort oder im späteren Verlauf. Wir müssen also immer jetzt, wenn ihr diese Nachricht bekommt, die Gegend im Auge behalten. Aber ich denke, wir werden ja damit schon klarkommen. Okay, also, wir brauchen ein Wohnhaus und ein Lager. Ich möchte ein Wohnhaus hier bauen, das Lager daneben. Damit verbinden wir dann langsam hier diesen Bereich. Das heißt, hier kommt jetzt ein echt schickes Wohnhaus für unsere Arbeiterklasse hin. Wir haben einmal einen Essensbereich in der Mitte. Von diesem Essensbereich gibt es dann... Naja gut, das geht ja nicht. Machen wir anders. Machen wir anders. Kurz überlegen. Nein. Wir entfernen es wieder. Löschen. Wir haben ja hier schon so einen erhöhten Bereich, der hier irgendwie aufhört. Aber wie wäre es denn, wenn wir ihn... Ne, okay, retour. Ich bin heute... Ist nix geschnitten. Schön, oder? So, also, wir machen das so. Am Berg lassen wir diese Holzkonstruktion stehen. Die wird sich hier so rumziehen, hier vielleicht noch so ein bisschen und hier oben drauf, falls wir so weit in dieser Arcania-Episode, also Staffel, kommen. Ich hoffe natürlich, denn wir lassen es dabei und ihr seid, ups, falsche Taste, ihr seid auch jetzt live dabei, indem ich hier nochmal aufräume. So. Okay. Wir werden hier unten den Gebäudestil anpassen an die Kaserne. Also, ein Wohnhaus sollte Holzboden haben. Dieses Wohnhaus werde ich an diese Stelle bauen, wo wir eben schon bauen wollten. Und zwar wird es hier einen langen Gang haben. Und hier ebenso. Zack. Die Bewohner des Wohnhauses kriegen hier ihren Garten. Ja? Unten... kriegt es Steinboden, damit es zur Kaserne passt. Und obendrauf, und jetzt kommt das Interessante, kommt, wir ziehen hier natürlich Steinwände rein, weil sonst wird es visuell uns einfach nicht zusagen. Das ist so ein kleiner Tipp von mir. Wenn ihr meint, ach, mein zweites Stockwerk passt mir bildlich nie in Quark, ja, dann macht das so wie ich jetzt. Guckt euch das ab, setzt die Holzfarbtöne. Man kann leider noch nicht eine Art... Wie heißt denn dieser Kopierstift im Photoshop und Word? Wo ihr dann draufklickt, dann klickt ihr diesen
Block hier zum Beispiel an und dann kopiert er den und dann baut ihr mit dem weiter. Das wäre eine Funktion, die ich den Entwicklern nochmal ans Herz legen werde. Würde, werde, möchte, wie auch immer. So, auf jeden Fall kommt hier oben jetzt... Hallo? Der Holzbereich? Ich möchte eigentlich jetzt hier oben einen Holzbereich aufbauen. So. Keine Angst, wir passen das natürlich an. So, alles klar. Das ist jetzt das Grundgerüst. Der Eingang selbst wird eher so ein bisschen normal. Wird aber eine Doppeltür, weil wir haben viele Arbeiterklassen. Dann kommen hier zwei Fenster rein. Ne, drei Fenster, weil schließlich spielt sich unten die ganze Erholungsphase ab. So. Ich habe so meine kleine Idee, wie wir das hier so alles handhaben. Oh, hier ist nur ein kleiner Wandfehler. So. Weitere Fenster. Also ich möchte hier einen Garten setzen. Das heißt, wir kommen hier auch raus mit einer ganz normalen Holztür. Und haben hier dann anschließend auch große Fenster. Beiden Seiten. Weil unsere Arbeiter wollen natürlich in ihren Garten gucken können. Wo sie sich treffen, wo sie sitzen, wo sie speisen. Ja. Und ein schönes Leben haben. So, hier ganz oben ist dann der Schlafbereich. Der Schlafbereich kriegt hier zwei Fenster auf diese Seite. Hier kriegt er einfach mal nichts. Ich hätte ja gerne nochmal Fenster mit so Holzverkleidung vorne. Diese Holztürchen an Fenstern, wie ihr sie bei altdeutschen und alteuropäischen Städten findet. Das hätte ich gern noch. Gibt es sowas schon? Wenn nein, winkt mit dem Zaunpfahl an alle Leute, die designen können. Mit 3D und allem drum und dran. Okay, der Weg wird so gebaut. Und jetzt kümmern wir uns mal kurz um den Gartenbereich, denn wir grenzen den natürlich ab. Der Garten hier. So. Mit einem kleinen Eingang. Dann gibt es einen natürlich aus Stein gebauten, eher durchwachsenen Feldweg bis hier. Und da wird dann schlussendlich alles platziert. Und da gucken wir jetzt mal, was wir da so platzieren können. Wir können so Picknicktische und sowas ähnliches bauen. Und der Gärtner, den ich ja auch noch, also keine Angst, ich finde Gärtner sind sehr wichtig. Ich hätte absolut keinen Grund, keinen Gärtner einzustellen. Absolut nicht. So, vielleicht verrücke ich die dann noch im späteren Verlauf nach rechts mehr an die Wand. Ich glaube, das mache ich jetzt auch. So, so. Okay, die kann ich gerade nicht so verrücken. Schade. Aber wir müssen mal kurz stoppen. Wir werden nämlich angegriffen. Ein Gegner. Okay. Wen betrifft's?
Okay, anscheinend müssen wir hier ein bisschen aufräumen. Müssen in den Kampf gehen. Hier sind nämlich wilde Wölfe unterwegs. Oh, hier unten ist auch noch ein Steingolem. Die kommen natürlich alle nicht rein, weil wir uns, wie das Spiel es uns selbst auch natürlich vorschlägt, eingebunkert haben. Die holen wir uns jetzt aber. So, und jetzt gucken wir mal. Irgendwo müssen ja diese Goblins, denke ich, aufgetaucht sein schon. Das Goblin-Lager hier mit den Wölfen existiert noch nicht. Hier überall auch nicht. Nee, ist noch nicht. So, und jetzt gucken wir mal kurz unsere Krieger an. Tapfer, wie sie sind. Ja. Diese Wölfe sind für uns ja absolut nichts. Gar nichts. Gerade gesehen, dass unser... Dass Nemo-Nudel anscheinend geschlafen hat. Aber dann ist es so. Ja, diese Objekte werden wir jetzt setzen lassen und werden sie dann im späteren Verlauf umbauen. Okay. Was hat man denn gerne über seinem Garten? Ganz genau, man hat gerne zum Beispiel auch Pflanzen, Kästen und sonstiges. Und alleine, weil wir hier dann Pflanzen setzen möchten, werde ich hier mit anderem Holz, einer anderen Holzfarbe, mal so einen Rahmen ziehen. Da werden dann Pflanzen auf diesem Wohnhaus befestigt. Oder an diesem Wohnhaus befestigt, sodass das alles etwas hübscher wirkt. Okay, wir können jetzt schon mit den Verzierungen beginnen. Dazu nehmen wir uns normale Pflanzen, Blumen, einmal rot und einmal blau. Auf diese Seite, hier oben kommen, auf diese Seite kommen nur blaue. Und am Garten, ups, so, aha, also man, wenn ihr die Blöcke aus Versehen irgendwo hinzieht, könnt ihr sie danach nicht mehr so gut bewegen. Ich möchte aber hier noch irgendwas machen, irgendwas muss hier noch hin, vielleicht ganz nach oben. Ein Fenster zentriert. Ein seitliches. Passt nicht. Hier ist die Mitte, ne? Ja. Ich glaube, wir lassen es auch so. Dann gucken wir kurz mal in den Innenbereich. Und beginnen damit, dass wir hier eine Treppe natürlich bauen. Das Treppenhaus ist hier mit den Fenstern so ein bisschen versehen. So. Dann aus Holz kommt jetzt hier eine 4 starke Punkte Treppe hin. So, und jetzt richten wir uns ein, ne? Also unten, wie gesagt, wird gegessen und Zeit verbracht. Und zwar gegessen an richtigen, schönen, also normalen Esstischen. Hier, da, 2 Esstische, jetzt ein normaler Stuhl. Normale Stühle, da. 1, 2. Okay, etwas verwirrt. 3. Vier. 5, 6. Hier wird gegessen. Dann kann man hier unten aber auch sich belesen. Und zwar setzen wir an und hinten, also an die Treppe. Moment, mal kurz gucken. Ist etwas schwer gerade. Machen wir es mal so aus dem Gefühl heraus. Ich habe auf jeden Fall vor, eine Leseecke zu bauen. Oh, okay, das wird etwas riskant, etwas schwer. So. Gut, okay, Fenster ist jetzt egal. Es hat es gerade nicht anders so hingehauen. Und sogenannte Lesebänke. So, kommt hier eine Lesebank hin. Und da auch. Hier kann gelesen werden. Gut.
Und hier oben wird geschlafen. Hier schlafen unsere Arbeiter. Im Moment noch auf normalen Betten und im späteren Verlauf dann auch sicher auf schöneren Betten. So. Ja, erstmal lassen wir es so. Und das bauen wir. Kurz hat er gerechnet. Und los geht's. Der Bau wird natürlich dann jetzt angefangen und in der nächsten Folge dann betrachtet. Ich habe jetzt aufgrund des neuen Renderprogramms kein Problem mehr, diese Folge auch über 25 Minuten laufen zu lassen. Denn ihr werdet sicher verstehen, normalerweise ist die Renderzeit ziemlich lang. Jetzt nicht mehr so. Aber eins machen wir jetzt noch kurz. Weil ja, gerade genau zum Folgenende sind jetzt die Wölfe irgendwo aufgetaucht. Es hieß irgendwo im Wald. Aber doch nicht hier bei uns in den Mauern, oder? Nein. Ha! Gefunden. Im nächsten Durchgang. Na gut, wir machen es anders. Also jetzt erstmal hier hinlaufen und im nächsten Durchgang greifen wir an. Also, ich sag schon mal danke fürs Zuschauen. Und beim nächsten Mal wird's spannend. Also, klickt unbedingt die nächste Folge an, wenn ihr Lust habt. Und dann seid ihr live dabei, wie wir hier hinten entweder zerlegt werden, ich hoffe nicht, oder den Angriff durchführen. Also, macht's gut. Das war euer Ziggerot. Tschüss.